Yo Leute, hier ist euer Nerve Stranger und willkommen zu Das Brownie! Yo Leute, hier euer Nerve Stranger und ihr könnt es im Titel lesen, es geht um die nächste MMPTCG-Sache oder CCG-Sache oder whatever, Trading Cards halt. Und ja, heute kümmern wir uns um die Rarity Box. Oder Rarity Tin in dem Fall. Die sieht mir wie erneut verschweißt aus, was mich wundert, weil normalerweise benutzt ihr ein ganz weiches Plastik zum Verschweißen. Naja, wie auch immer. Ich mach das erstmal auf. Dann zeige ich euch die schöne Box. Und im Anschluss, was drin ist. So, wir haben hier vorne einmal ein hübsches Bild von Rarity. Und oben die Curse of the Teak mit Laufsteg. Ich weiß nicht, ob das gut sehen kann. Oh, an der Seite. Unten und anders. Und hinten ist dasselbe Bild. Ja, würde ich sagen, gucken wir doch gleich mal rein. Das Ding war sogar schon offen. Und was erwartet uns da? Wir haben zwei, drei Premiere Packs, ein Serie 2 Value Pack von den TCGs, ein Sticker und ein Poster. Warte mal, jetzt bin ich verwirrt. Sag mir nicht, dass bei den Ding gar keine Promo dabei ist. Doch, da muss einer dabei sein. Ist da nicht die Dragon Charmer Karte dabei? Okay. What the fuck? Warte mal, wie auch immer. Erstmal das Poster. Hier ganz hübsch. Auf der Rückseite Checklist von Trading Card Serie 1 und 2 und Premiere Set. WTF. Warte, ich guck mal. Also war die Box definitiv schon offen. Also, wie ihr seht, ist keine Promo drin und sie war verschweißt. Also ich habe sie gerade frisch ausgemacht. Kurz davor aus der Box von Enterplay geholt. Egal, hier ist erstmal der Sticker. Das wundert mich sowieso. Seht ihr, normalerweise ist auf den Boxen immer so ein Sticker drauf. Immer, immer. Ich habe das noch nie ohne gesehen. Hier war gar keiner drauf. Sticker. Das Poster hatte ich bereits gezeigt, ich Vollidiot. Und da es keine Promo gibt, würde ich sagen, schmeißen wir uns gleich an die Booster und wir packen uns zuerst das Value Pack. In dem Value Pack ist immer ein Teil des Value Puzzles von Serie 2 drin. Das sagt bestimmt niemandem von euch was, aber das sind ganz, ganz, also Karten, die man nur in diesen Value Packs kriegt. Und mir fehlen noch ein paar Teile davon. Und ich hoffe, dass ich ein neues kriege. Also ich habe hier einmal das Rarity-Teil. Ich muss gucken, ob ich das schon habe. Und diese drei Karten. Plus ein Tattoo. Das ist erstmal Müll mit. Alle fragen sich bestimmt, warum schmeißt du das immer alles in den Müll? So ein Arsch. Wenn ihr Karten haben wollt und den Versand bezahlen wollt, dann schicke ich euch welche umsonst. Solange wir den Versand zahlen. Ah, ja. Ich werde trotzdem nachgucken, ob ich dieses Teil schon habe. Verdammte Scheiße, ich hab es schon. Seht ihr, die drei Teile fehlen mir noch. Wenn jemand einen Teil davon hat, was mir noch fehlt, dann gerne mit. Mir ist gerade mein Puzzle da rausgefallen. Das ist ja doof. Egal. Wie auch immer. Wir haben drei Premiere Booster. Ich habe in der Box hier von Derpy eine Cloud Chaser gezogen. Das war fucking epic. Also hoffen wir auf gute Pulls. No one forever geil. So, packt uns das erste. Wisst ihr was? Ich leg einfach mal. Wieder hin. Hier ebenfalls. Dann zup, zup. Dann können wir zusammen die Rares und Reverses anschauen. So, hier. Jetzt ein Commons. Ich gehe da mal ganz schnell durch. Die landen alle ganz hübsch im Müll. Ja, weg damit. Okay. Dann geben wir uns mal zuerst die Reverse-Karten. Wir haben einmal eine Applejack Common. Common, Common, alle weg. Heißt, wir haben nur Rares. Und zwar
Mr. Breezy, Gala Appleby und Lucky Streak. Also die Box ist ja richtig für den Arsch, weil ich die eigentlich nur wegen der Promo gekauft habe und jetzt ist die da nicht dabei. Naja, das werde ich wohl mal. Ich schwöre euch, Leute, ich habe so viel Probleme mit Enterplay in letzter Zeit. Ey, ich schreibe die so oft an, weil immer irgendwas mit meinen Sachen nicht stimmt. Ja, zum Kotzen, Alter. Könnt ihr es nicht einmal richtig machen, verdammte Scheiße. Gala Appleby haben wir hier schon. Gar nicht drin. Mr. Breezy müssten wir eigentlich auch nicht. Oder wir haben wir sogar. Okay, ja. Das war wohl nichts, würde ich sagen. Ja, egal. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann macht einen Daumen hoch und nicht einen Daumen runter. Klickt für das letzte Video hier und abonnieren natürlich. Und dann sehe ich euch im nächsten Video. Und das Trigger ist out. Hier kommt das Pro. Bye!